Schauen Sie Quiz24 ohne Werbeunterbrüche auf Wikisana und nutzen Sie dabei die weltweit einzigartige KI-Suchanfrage. Stellen Sie Ihre individuellen Gesundheitsfragen und profitieren Sie von exklusiven Sendungen. Hallo, liebe Freunde. Herzlich willkommen zu meiner Sendung Die unsichtbare Welt. Heute widmen wir uns dem Thema Die Kraft der Heilung ist in dir. Heute möchte ich dich mit einem heilenden Impuls gerne unterstützen. Die Kraft der Heilung ist in dir. Als kosmogetische Heilerin ist es mir sehr wichtig zu betonen, dass jeder Mensch sein eigener Heiler, seine eigene Heilerin ist. Nach dieser Sendung wird dir sicherlich auch mehr und mehr bewusst werden, warum das so ist. Definieren wir erst einmal geistiges Heilen, wofür ich stehe. Wir heilen über den Geist, das heißt über die Kraft unserer Gedanken. Je pessimistischer, schwermütiger, trauriger, ängstlicher oder aggressiver unsere Gedanken sind, umso mehr schwingen wir auch in dieser sehr kraftverbrauchenden Form. Und irgendwann verbrauchen wir zu viel Energie. Denn wir sind geistige Wesen, die irdische Erfahrung machen, und unser Körper ist maximale Verdichtung der Energie. Und somit hängt unser Energiesystem auch von der Qualität unserer Gedanken ab. Wir sind nicht nur Geist, sondern auch göttliche Seele. Und damit auch unsere Empfindungen beeinflussen natürlich das Schwingungsfeld unseres wertvollen Körpers, der uns diese irdische Erfahrung ermöglicht. Das heißt, je belastender, ängstlicher, apathischer unsere Empfindungen sind, umso mehr halten wir an dem Zustand des Blockiertseins auch fest. Bewusst wie auch unbewusst. Die Qualität unserer Gedanken beeinflusst natürlich unsere emotionale Welt. Und je mehr wir es schaffen als göttliche Seelen, in denen stets die Liebe innewohnt, in die liebevolle Schwingung von Selbstliebe, Nächstenliebe, Selbstvertrauen, Urvertrauen hineinzukommen, umso mehr kommt unser Energiesystem natürlich in Bewegung und in die Regeneration und ins Gleichgewicht. Wir sind ja in unserer Trinität nicht nur Geist, Seele, also Gedanke und Emotio, sondern auch Körper, Physis, worüber wir auch unsere Entscheidungen umsetzen, handlungsfähig sind, unser Leben gestalten. Und unser Organismus, der von unserer Grundschwingung so sehr abhängig ist, trägt gerade unsere Emotionen, unsere Gedanken als Ventil für uns im erheiternden wie auch im belastenden Sinne ja auch aus. Unseren wunderbaren Körper wissen wir oftmals gar nicht so wertzuschätzen, bis er irgendwann nicht kann. Und je älter wir werden, umso mehr merken wir, wie wichtig es ist, für unseren Körper, Seele und Geist Harmonie zu sorgen. Denn die Energie, unsere Ressourcen sind ja auch nicht unendlich in dieser Inkarnation. Und damit versteht sich geistiges Heilen durch die Förderung der Qualität von liebevollen Gedanken, liebevoller Lebensphilosophie, liebevoller Empfindungen, also Frieden in uns selbst und mit unserem Leben und fürsorglicher Handlungen, also guten Umgang mit unserem Körper, hin zu einem gesunden, ausbalancierten Lebensstil,
stets als eine begleitende Maßnahme zur schulmedizinischen, naturheilkundlichen, psychologischen Therapieformen. Es ist niemals eine ersetzende, doch nicht zu unterschätzende begleitende Maßnahme, denn alle möglichen Therapieformen können umso besser wirken, je mehr unsere Selbstheilungskräfte auf natürliche Weise durch unsere Selbstfürsorge, innere Ruhe, Geborgenheit aktiviert sind. Umso eher geht natürlich auch die Heilung voran. Im Cosmogetic Healing geht es darum, dass wir über die Selbsterkenntnis und über die liebevolle Selbsterfahrung unsere heilende Quelle in uns finden. Dabei heilen wir mit kosmischer Energie. Cosmogetic als Begriff habe ich persönlich geformt aus zwei Worten, aus Kosmos und Energie. Ergibt der Begriff Cosmogetic, denn wir heilen mit kosmischer, göttlicher Energie auf eine liebevolle, sanfte Weise, indem wir in die Ruhe durch die Meditation finden, in unsere geistige Anbindung, durch unsere liebevolle Präsenz, durch bestimmte entschleunigende Atemtechnik in diesen Alpha-Rhythmus hinein, der die Heilung formt, fördert, diesen besagten entspannten Wachzustand. Wir aktivieren damit durch dieses Entschleunigungsprogramm den Parasympathikus, den Ruhe- und Entspannungsnerv, was sehr wichtig ist für die Selbstheilung. Wir gehen immer mehr in dieses göttliche Urvertrauen hinein, verbinden uns durch unsere Präsenz mit der geistigen Kraft und mit göttlichem Licht lassen wir unsere Zellen durchlichten, durch kosmogetische Heilbehandlung. Es gibt eine Möglichkeit, durch das energetische Handauflegen dies zu praktizieren, an anderen, an sich selbst, wie ich in meiner Online-Ausbildung Cosmogetic Healing lehre, wie auch durch kosmogetische Fernheilbehandlung. Und diese Selbstfürsorge, sie ist unerlässlich, für sich selbst regelmäßig zu praktizieren, für ein erfülltes, heilsames Leben. Lasst uns noch ein bisschen den Gedanken bewegen, wenn die heilende Kraft in dir ist, was blockiert sie denn? Was verursacht denn Krankheiten, wenn doch Gesundheit unser Normalzustand ist? Aber das bedeutet nicht, dass dieser Zustand der Gesundheit selbstverständlich ist. Mir fallen dabei innere Krankheitsursachen auf und äußere Krankheitsursachen, wie ich in meinem Heilungsbuch Heilen mit der göttlichen Kraft ausführlicher beschreibe. In unserer modernen, stressgeplagten Welt wissen wir natürlich, dass der Stress die Krankheitsursache Nummer eins ist. Und diesem haben wir schön jeden Tag entgegenzuwirken. Für unsere Selbstheilung, die jeder nur für sich selbst angehen kann, das kann kein Therapeut für uns. Denn unseren Alltag leben und gestalten und entscheiden ja wir. Und dass es so ist, wird uns auch sehr schnell klar, wenn wir bedenken, wie häufig verwenden wir das Wort Stress im Alltag und wie häufig verwenden wir das Wort die Liebe im Alltag. Uns allen fällt sicher auf, dass Stressenergie eher überwiegt und genau diese macht ihr krank. Die Engel haben mir beigebracht, dass Stress mangelndes Urvertrauen ist, äußeren Begebenheiten begegnen zu können. Und wir als göttliche, unsterblichen Seelen
haben diese Ressourcen der Liebe, des Urvertrauens in uns, welches jedoch oft zugeschüttet worden ist. Wodurch? Durch innere Krankheitsursachen, die in den Traumata, in den Ängsten liegen, die wir in unserer Vergangenheit erlebt haben, in der frühkindlichen Prägung, in der Kindheit, Jugend, aber auch möglicherweise in früheren Inkarnationen. Die Informationen der Angst tragen wir ja auch epigenetisch auf unserer Zellebene ja mit. Versteht mich bitte nicht falsch. Es geht in der spirituellen Entfaltung nicht darum, die Angst zu bekämpfen, sondern mit ihr lernen umzugehen. Denn die Angst ist genauso ein notwendiges Empfinden für unsere Existenz, für unsere Lebenserhaltung und Achtsamkeit, wie jede andere Emotion generell auch. Sie darf uns nur nicht über den Kopf hinaus wachsen, denn sonst dominiert krankmachender Stress und die größte Form der Angst ist Aggression, kann uns sogar in diese Richtung umleiten. Und wir wollen aus diesem krankmachenden Bewusstsein, welches du vielleicht als Dreieck bereits kennst, des Opferbewusstseins, wenn der Mensch zu sehr in der Angst stecken bleibt, des Täterbewusstseins, wenn die Angst schon in die Aggression rübergegangen ist, und des Helfersyndrombewusstseins, wo man sich völlig vorausgabt, aus den gleichen Gründen heraustreten. Oftmals bezeichnen wir den Stress ausschließlich als äußere Situation und beschuldigen die Arbeit, die Partnerschaft, die Gesellschaft dabei. Und wir dürfen jedoch nicht vergessen, dass der Stress immer von innen herauskommt, immer von uns herauskommt, aus uns heraus entsteht und stets dem eigenen Mechanismus der Kompensation der Reize im Leben und der Nöte im Inneren, die schon zur Gewohnheit geworden sind und damit normal entspricht. Und damit ist es so wichtig, dass wir jeden Tag in unserer spirituellen Persönlichkeitsentwicklung, ja, wahrlich, durch spirituelle Praktiken wie Meditation, wie Gebetspraxis, Segnungspraxis, Energiearbeit, wie ich in meinem Kosmogetik Healing lehre, praktizieren und unsere innere Traumata heilen und heilen und heilen, denn sie werden mit dem Älterwerden ja nicht weniger, sondern eher aufdringlicher und fühlen sich nach mehr an. Und die inneren Krankheitsfaktoren müssen wir von innen heraus auch angehen. Da kann gerade die spirituelle Praxis und spirituelle Begleitung uns unglaubliche Hilfe sein. Denn es geht darum, einen Weg zur Liebe, zum liebevollen Glauben und zur Hoffnung zurückzuerlangen. Raus aus der Angst hinein in die Liebe. Doch wir sollten bitte nicht alles vergeistigen. Die Materie ist nicht zu unterschätzen. Die Krankheitsursachen, die von außen gekommen sind, gilt auch von außen anzugehen. Zum Beispiel durch Reaktionen, Krankheiten, durch Medikamentennebenwirkung gilt es entsprechend mit dem entsprechenden Mediziner anzuschauen und zu verändern. Durch Infektionen entsprechend auch im Außen anzuschauen und zu verändern. Durch Schwermetallvergiftungen gilt genauso entsprechend in dem Entgiftungsprozess mit dem entsprechenden Fach
Therapeuten anzugehen und zu verändern und zu verhindern. Genauso auch mit geomantischen Störfeldern, entsprechend ebenfalls mit entsprechendem Fachmenschen. Und ganz gleich, was zur Krankheit geführt hat, die Aktivierung der Selbstheilungskräften, dass du dein eigener Heiler, deine eigene Heilerin bist, sind unglaublich notwendig. Bedenke bitte, dass bei der Ursachenforschung nach der Heilung in dir, in deinem Leben, oftmals nicht nur es einen Grund gibt. Unser wundersamer Körper, diese göttliche Natur, dieses göttliche System ist imstande, so viel zu kompensieren über Jahre, Jahrzehnte, so viele Ursachen und Fehlverhalten zu kompensieren, bis einfach eines Tages das berühmte Tröpfchen kommt, welches das Fass zum Überlaufen bringt. Und deshalb auf dem Weg zur Heilung brauchen wir auch viel Geduld, viel Unterstützung und auch Selbstfürsorge, Selbstliebe, liebevollen Weg hin zur Heilung. Und wir gehen die Heilung wie eine Schicht nach der anderen nach. Es ist wie eine Zwiebelschälen. Wir gehen heilsam, therapeutisch erstmal die gröbste Schicht an, offensichtlichste Ursache für die Krankheit. Liegt es zum Beispiel in Ernährungsdisbalance, dann gehen wir da an. Merken wir dann vielleicht die zweite Schicht, liegt es vielleicht in der Bewegungsmangel, gehen wir diese Schicht an. Dann merken wir sind immer mehr bereit für entspannende Techniken, um den Frieden in uns zu finden, gehen wir diesen an. Und all dies berührt immer wieder innere und äußere Krankheitsfaktoren, die möglich sind, die ich vorhin auch beschrieben habe. Wir sollten generell davon ausgehen, da die Krankheit selten von heute auf morgen entsteht, sondern ein gewisser Prozess ist, manchmal sogar ein jahrelanger. Entsprechend sollten wir auch Geduld aufbringen, die gleiche Zeit in etwa, zumindest die Hälfte der Zeit, für den Weg der Heilung auch aufzubringen. Und die Reise, den Prozess zur Heilung genießen, genießen voller Geduld, denn in der Geduld liegt die Zuversicht, dass sich alles zum richtigen Zeitpunkt fügen wird. In der Geduld, in der Zuversicht, in der Liebe, im Glauben an sich und an das Gute, voller Hoffnung und Gottvertrauen, dass auch in deinem Leben die höhere Kraft der Liebe und der höhere Sinn deines Lebens, nämlich der Liebe, sich schon erfüllen wird. Und dieser Schritt für Schritt, Step by Step, der führt dich durch diesen Weg der Heilung, den ich schon erwähnt habe im Cosmogetic Healing, hin zu liebevoller Selbsterkenntnis. Meditation für Meditation, Behandlung für Behandlung hin zu liebevoller Selbsterfahrung. Und dein emotionales Herz öffnet sich mehr und mehr nach innen zu dir selbst. Und deshalb möchte ich in den folgenden Sendungen dich auf eine heilsame Reise mitnehmen und bei der nächsten Sendung dir über die Kraft des Segnens berichten. Ich wünsche dir eine gute Genesung und gutes Gelingen in allem. Bitte sorge dich nicht. Liebe. Mhm.